Hey Leute und willkommen zurück hier zu einem brandneuen Video hier auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch die 5 besten Minecraft-Mods der Woche für die Version 1.19.4 für Forge und Fabric. Bleibt auf jeden Fall dran und lasst jetzt schon mal ein Like und ein Abo da. Aktiviert auf jeden Fall auch die Glocke, um keine zukünftigen Videos mehr hier auf meinem Kanal zu verpassen. Ich würde sagen, jetzt geht's auch schon direkt los. Auf unserem heutigen Platz Nummer 5 haben wir die All Bark All Bite Mod, eine wirklich super süße Minecraft Mod, die ganz neue Animationen für eure Minecraft Hunde hinzufügt. Des Weiteren haben wir auch noch ganz neue Hundesorten, die wir finden können in unserer Welt. Wir können sie dann ganz easy tamen mit etwas Fleisch. Das ist wirklich super süß, wie sie aussehen. Mit so viel Liebe zum Detail wurden diese Modelle erstellt. Gerade die verschiedenen Farbvariationen feiere ich einfach nur unglaublich. Des Weiteren gibt es auch noch einen neuen Gegner, und zwar den Dogmaster. Der ist wirklich sehr gefährlich, ist ein neuer Pillager, der mit einer Hundepfeife für diese wirklich sehr brutal aussehenden Hunde zu sich rufen kann, und die machen auf jeden Fall auch ordentlich Damage. Deswegen nehmt auf jeden Fall genug Hundebegleiter mit, dass ihr auch eine Chance gegen diesen neuen Pillager habt. Der Pillager ist eigentlich schon fast eher wie so ein neuer Miniboss, und ich feiere diese Idee einfach nur unglaublich, Leute. Denn ich finde, diese Mod wurde mit so viel Liebe zum Detail erstellt. Sie passt perfekt zu Vanilla Minecraft. Es ist einfach nur ein Spaß, jedes Mal gegen diesen neuen Miniboss zu kämpfen und vor allem auch neue Hunde zu entdecken, die zu zähmen. Und gerade für Hundefreunde, denke ich, ist es eine wirklich sehr coole Mod. Die sollte sich jeder runterladen und die Mod einfach mal auszuprobieren. Auf unserem heutigen Platz Nummer 4 haben wir die Launchers Mod, eine wirklich geniale Redstone Mod, die im Grunde eigentlich nur 3 neue Blöcke hinzufügt, und zwar hier diese Launcher. Die können wir eigentlich relativ easy craften und dann können sie uns hoch in die Luft werfen. Das ist wirklich mega genial. Wir haben hier den Eisenlauncher, der macht uns nur ein bisschen hoch, wir haben einen Goldlauncher, der uns schon deutlich höher wirft, und dann haben wir den Diamantlauncher, der einfach nur übertrieben krass ist. Meine Leute, schaut euch mal an, wie hoch wir mit diesem Launcher fliegen. Und das Coole ist, das Ganze können wir als einen Elytra Launcher benutzen. Wenn wir jetzt hier einen Elytra anziehen zum Beispiel und so einen Diamantlauncher hochlaunchen, können wir dann einfach losfliegen. Das ist einfach nur so cool. Die Möglichkeiten für Redstone-Konstruktionen sind damit auf jeden Fall gegeben. Ich meine, hier mal gerade ein kleines Beispiel mit dem Eisenlauncher. Zum Beispiel kann man jetzt hier einfach sich die Treppe sparen und sich so in sein zweites Stockwerk werfen lassen. Es ist eine geniale Mod, gerade für Redstone-Fans eine große Empfehlung von mir. Auf unserem heutigen Platz Nummer 3 haben wir die Useful Slime Mod, eine wirklich sehr kleine, aber dafür umso coolere Minecraft-Mod, die im Grunde eigentlich nur eine neue Slime-Rüstung hinzufügt. Die ist dafür aber wirklich sehr, sehr cool umgesetzt, und ich finde die Idee einfach nur unglaublich genial. Wir können mit dieser Slime-Rüstung wie ein Flummi, oder besser gesagt wie ein Slime, durch unsere Minecraft-Welt springen. Wir bekommen dafür zwar keine Rüstungsbalken wie von anderen Rüstungen, das heißt, wir werden nicht wirklich krass geschützt von der Rüstung, aber wir kriegen zum Beispiel auch gar keinen Fallschaden mehr. Und das ist einfach nur genial. Gerade in Kombination mit dieser Schleimschleuder, die wir hier noch haben, können wir uns durch die Gegend wirklich flitschen lassen, und wir kriegen, wie gesagt, keinen Fallschaden mehr. Das macht so einen riesigen Spaß, und vor allem können wir uns auch so wirklich extrem schnell fortbewegen. Fortbewegung ist allgemein auch ein großes Thema in dieser Mod, denn wir haben noch neue Blöcke, mit denen wir super schnell laufen können und sogar teilweise ganze Abschnitte überspringen können. Jetzt seht ihr an dem Beispiel, wir sind einfach gerade so weit geflogen, wir können so schnell laufen, einfach nur genial, diese Mod. Auf unserem heutigen Platz Nummer 2 haben wir die CND Cam Mod. Diese Mod ist einfach nur unglaublich nützlich. Sie ist definitiv nicht für jeden etwas, aber für YouTuber oder sowas auf jeden Fall sehr, sehr praktisch. Denn ihr seht schon, wir können hier ganz neue Kameraperspektiven einnehmen in Minecraft. Wir können reinzoomen, wir können rauszoomen, wir können schwenken und vieles, vieles mehr mit unserer Kamera machen. Und vor allem das Hauptfeature, wir können tatsächlich Kamerafahrten in Minecraft erstellen. Das ist wirklich mega einfach, funktioniert alles über Commands. Wir können einfach /cam-add drücken und schon haben wir hier einen Kamerapoint registriert. Jetzt irgendeine neue Stelle aussuchen, Kamera ein bisschen drehen, wieder eine neue Punkte hinzufügen, ein bisschen mal nach vorne bewegen, ein bisschen ranzoomen vielleicht, die Kamera wieder irgendwie anders drehen, und jetzt werden diese Positionen genauso gespeichert und im Nachhinein von der Mod miteinander verbunden mit einer Kamerafahrt. Das kann ich euch gleich mal zeigen, gerade mal hier einen vierten Punkt oder sowas nochmal erstellt. Vielleicht machen wir hier vorne noch einen fünften Punkt, wo die Kamerafahrt dann enden soll. Da drehen wir nochmal hier /cam-start ein. Es gibt noch ganz viele andere Commands. Leute, das ist jetzt alles zu viel, um das alles zu zeigen. Wenn ihr da mal eine vollständige Mod-Vorstellung haben wollt, schreibt es auf jeden Fall gerne mal jetzt in die Kommentare. Kurz mal /cam-start eingeben und schon wird die Kamerafahrt, die wir gerade eben erstellt haben, hier auch durchgeführt. Es macht einen Riesenspaß, so Minecraft ganz neu zu entdecken. Eine große Empfehlung, gerade für YouTuber oder Creator, eine wirklich sehr praktische Mod, aber auch so kann die Mod wirklich einen großen Spaß machen. Ladet sie euch gerne herunter. Auf unserem heutigen Platz Nummer 1 haben wir die Moving Elevators Mod, eine wirklich super geniale Minecraft Mod, die wir ganz einfach Fahrstühle in Minecraft bauen können. Es macht einen Riesenspaß, die Blöcke sind einfach zu craften, und im Grunde brauchen wir auch nur zwei von
von ihnen. Und dann können wir solche coolen Fahrstühle ganz easy craften. Einfach hier drauf drücken und schon fahren wir mit unserem Fahrstuhl nach unten. Oder einfach hier über das Display auswählen, ob wir nach oben oder nach unten fahren wollen. Und dann können wir schon über diese Smoover-Animation nach oben fahren. Es ist so cool, wir können die Elevator, wie gesagt, auch komplett customizen und selbst bauen. Wir können verschiedene Größen an Fahrtkabinen machen. Die Möglichkeiten sind wirklich unbegrenzt. Und die Umsetzung ist, wie gesagt, auch sehr, sehr genial einfach gemacht, wie ich finde. Aber wie baut man jetzt eigentlich so einen Fahrstuhl? Das will ich euch kurz noch zeigen. Wir brauchen erstmal hier den Elevator Controller. Den packen wir irgendwo hin, wo wir den haben wollen. Einmal unten und einmal oben. Wir können auch mehrere Stockwerke bauen. Einfach nur gucken, dass sie immer hier in einer Linie zueinander geschalten sind. Dann können wir Rechtsklick auf den Block machen, können jetzt hier die Größe unseres Fahrstuhls einstellen. Wir können die Geschwindigkeit des Fahrstuhls festlegen. Wir können dem Ganzen sogar hier noch einen Namen geben. In dem Fall nehmen wir jetzt gerade mal hier einfach unten. Wir können noch aktivieren, ob Knöpfe gezeigt werden sollen oder nicht. Ansonsten ist es das schon gewesen. Der Fahrstuhl fährt, er funktioniert, einfach nur genial. Mit dem Elevator-Display oben drüber können wir uns jetzt noch die verschiedenen Stockwerknamen anzeigen lassen, das Ganze ein bisschen cleaner aussehen lassen, dass es mehr wie ein echter Fahrstuhl aussieht. Ich finde, das ist einfach nur so eine coole, wirklich simple Mod für Fahrstühle. Das macht einen Riesenspaß. Ich kann sie eigentlich nur jedem empfehlen. Ja, Leute, das war's ansonsten auch schon wieder hier mit dem heutigen Top 5 Minecraft-Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Vergesst auf jeden Fall nicht, die Glocke zu aktivieren, um keine zukünftigen Videos mehr zu verpassen. Wir sind jetzt auch wieder jeden Montag, Donnerstag und Freitag live. Schaltet da auf jeden Fall auch ein. Das lohnt sich einfach nur. Ich würde sagen, das war's für heute ansonsten mit dem Video. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.